Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es gab letztens wieder die Asam Beauty Outlet Wundertüten, schlag mich tot und waschel. Ich habe mir eine bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in meiner Wundertüte verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe bei der einen oder anderen auch schon geschaut, was die so in ihrer Tüte drin hatten, denn ich habe, glaube ich, ein bisschen spät bestellt. Und jetzt möchte ich einfach mal mit euch durchschauen. Die kommen ja immer in so einer Papiertüte, die so schön raschelt, ne? Ich klebe die einfach mal auf und dann gucke ich rein und sehe schon, dass wir hier was sehr Interessantes drin haben. Im Asam Day Glamour Duschgel. Das sieht sehr, sehr fancy aus. Das sieht so aus, als würde es mir gefallen. Bei diesen Asam-Geschichten, du hast ja immer so riesengroße Verpackungen. Ist immer ein bisschen schwierig, aber ich möchte trotzdem mal dran riechen. Dieses milde Duschgel mit Vitamin E und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen reinigt ihre Haut besonders sanft und gründlich. Okay. Ja gut, das ist ein Duschgel, Leute, ne? Die hat, glaube ich, 34,95 oder so gekostet. Sammy ist hier total hyped, weil neben mir steht noch eine Box für ihn, und zwar die Tuff Cookie Box. Und deswegen ist er, glaube ich, etwas neugierig. Egal, was Frauchen hier auspackt, er will einfach alles sehen. Alles. Okay, das sieht einfach schön aus, weil das ist so rosa und dann hast du hier halt von diesem Label her, ne, Peachy, dass es so marbelmäßig in das Rosa übergeht. Cool finde ich auch, dass es hier so einen Drücker hat. 500 ml ist echt eine Ansage, da kommt man lange mit aus und da braucht man gut Platz im Badezimmer. Und das riecht sehr, sehr angenehm, sehr stark parfümiert, floral. Mag ich gerne, das ist, riecht auch wirklich hochwertig, das finde ich cool, ne? Ja, bin ich auch mal gespannt, was nachher in meiner Tüte für einen Wert drin sein soll. Mal gucken. Dann habe ich hier von Forever Young Phytosnail Serum. Ein Face Serum, ein Gesichtsserum mit 50 ml. Ja, okay. Ja, ich kann ja die Verpackung aufmachen, dass wir uns einfach mal angucken, wie das Produkt an sich aussieht. Mausi, was ist los? Was ist los? Übrigens nicht wundern, falls mein Gesicht etwas cakey aussieht. Ich habe einen Schminki gedreht und war nicht hundertprozentig zufrieden. Ist wie es ist. Ich hoffe, dass irgendwann meine natürlichen Hautöle wieder durchkommen, um wieder nach vorne zu treten. Okay, das sieht cool aus. Schöne Verpackung. 50 ml ist eine richtig große Größe von einem Serum. Und das finde ich nice. Ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich was mit Schneckenschleim drin ist oder so. Das ist immer so die Frage, würde ich mal so sagen, ne? Das ist immer etwas schwierig. Aber, ne? Soll alles gut sein mit diesem Schneckenschleim. Also nicht alles gut sein, sondern es soll pflegend sein. Dieses hautverfeinernde Serum enthält einen einzigartigen veganen Wirkstoffkomplex, okay, der die Wirkung von Schneckenschleim auf die Haut nachahmt. Okay, roter Ginseng-Extrakt hilft dabei, die Erneuerung der Hautzellen zu stimulieren, während gleichzeitig der lichtbedingten Hautalterung entgegengewirkt werden kann. Der Teint erscheint gepflegt, durchfeuchtet und ebenmäßig. Ah, okay, dann ist es auch noch vegan, das ist natürlich nice, ne? Aber das habe ich, glaube ich, auch schon in anderen Unboxings gesehen, das heißt, das scheint sich quasi zu wiederholen. Dann habe ich hier, das ist eine gute Geschichte, im Asam Aqua Intense Hyaluron Booster, 115 ml, ist mit Vitamin C. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Vitamin C sollte man eher weniger morgens nehmen, sondern eher abends, weil Vitamin C auch irgendwas mit Sonne bzw. Sonnenempfindlichkeit der Haut zu tun hat. Irgendwie so war das. Genau, oder du machst dir halt einen richtig krassen Sonnenschutz halt drüber, ne? Hydro Boost an sich kann ich gut gebrauchen, weil ich halt sehr trockene Haut habe. Das habe ich heute halt bei diesem Full Face by Terry übrigens, was ich geschminkt habe, nochmal gemerkt, dass ich einfach, ich brauche morgens einfach einen Eimer Wasser ins Gesicht und dann immer mal wieder zwischendurch drüber, ne? Ah, guck mal, dieses parfümfreie Feuchtigkeitskonzentrat enthält wertvolles Silizium und unseren patentierten Hyaluronsäurekomplex, der die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt und ihr dabei hilft, Feuchtigkeit besser zu speichern. Trockenheitsbällchen werden optisch gemildert und die Haut sieht glatter und jugendlicher aus. Hochkonzentriertes, stabilisiertes Vitamin C kann die Neubildung von Kollagen unterstützen und Fältchen und Linien mindern. Die seidige Textur zieht sofort ein und hinterlässt ein spürbar erfrischtes und gepflegtes Hautgefühl. Jo.
Augenkontakt für meinen steht ja auch noch mit bei. Ja, und das ist halt immer nur 9 Monate haltbar. Deswegen werde ich jetzt nicht die ganzen Produkte austesten. Das macht für mich dann eher wenig Sinn. 115 Milliliter ist natürlich heftig. Das würde ich mir wahrscheinlich zwischen einem Gesichtsserum und der normalen Tagespflege aufgeben. Oder Abend-Nachtcreme halt, ne? Weil das wird wahrscheinlich von der Konsistenz her so semi-flüssig sein. Ein bisschen wie so eine Body-Lotion, würde ich sagen. Und genau, kommt mit einem Pumper daher. Schon mal ganz nice. Zack, Aqua Intense. Ich habe hier noch mehr drin. Und zwar, ja, Vitamin C ist ja echt so eine Sache, ne? Da stehen sie ja alle drauf. MA-Samen, Vitamin C, Rich Intensivcreme mit Vitamin B3 und Sheanuss, reichhaltige Pflege mit wertvollen Ölen, mildert Linien und Falten, unterstützt die Hautelastizität mit hochwirksamem Vitamin C Goldkomplex. Vielleicht ziehe ich mir das wirklich mal rein. Ich weiß es nicht. Es ist sogar mit Allantoin. Genau. Hört sich eigentlich für mich perfekt an. Altersempfehlung von 25 bis 65 bin ich auch wohl drin mit nur ein, bald 32 Jahren. Ja, ne? Und Rich ist halt auch eine gute Geschichte, weil reichhaltig. Also das ist tatsächlich etwas, was ich dann wahrscheinlich sogar erst dieses Serum, ne, von Forever Young, dann Aqua Intense und dann das abends tragen würde, auftragen würde. Einfach so, damit die Haut über Nacht regenerieren kann. Jo. So, zwei habe ich hier noch drin. Einmal, das ist toll, eine Handseife von M.Asam Bath Body, grüner Tee, Bambus, Handseife und 245 Milliliter sind hier drin. Ja, sowas mag ich wohl, ne? Ich glaube, in diesen Tüten haben wir dann auch vermehrt Sachen drin, die jetzt quasi ausgelistet werden, also die aus dem Sortiment rausgenommen werden. Deswegen wird es ein bisschen schwierig sein, da die Preise für rauszufinden, aber ich bin ja Google-affin, Leute. Ich gucke einfach mal, was ich hier für einen Wert drin habe, denn ne, wenn man da 35 Euro oder so für die Tüte ausgibt, dann möchte man auch einen entsprechenden Gegenwert haben, finde ich. Also das ist für mich so ein bisschen die Denke. Und jetzt rieche ich mal dran. Das riecht sehr, sehr frisch. Ist eher ein Duft, den ich dann bei meinem Freund wahrscheinlich auf seinen Waschtisch stellen würde, weil das halt eher wirklich so grüner Tee, grün, herber, frischer ist. Ne? Das ist eher was für ihn, weniger was für mich. Ich bin da eher so eine, ich habe gerne bei mir sehr, sehr blumige Düfte oder weiche Düfte und so. Und hier habe ich noch einen Oschi drin und dann ist die Tüte auch leer. Ja, Sammy, guck dir mal die leere Tüte an. Das habe ich, glaube ich, gesehen bei Chiquitas Place. M.Asam Tuberose Ilang Ilang Körpercreme, Bodycreme. Das ist ein mega Oschi, oder? Also, Wahnsinn. Wahnsinn, 500 Milliliter, also bis du so einen Bottich aufgebraucht hast. Gut, ich brauche da wahrscheinlich einen Monat nur für, um ehrlich zu sein, weil ich mich jeden Abend eincreme und da sehr fleißig mit bin. Rieche ich jetzt leider nichts raus, aber ich mag es nicht aufmachen, weil das ist immer nur eine gewisse Zeit haltbar. 12 Monate, ne? Und ich weiß nicht, wann ich das... Nee, ich... Oder? Ich habe jetzt aktuell eine in Anwendung, die wahrscheinlich jetzt übermorgen oder so leer gehen wird. Vielleicht gönne ich mir. Ja, ich gönne mir. Komm, dann rieche ich jetzt auch mal dran. Dann können wir uns auch mal die Konsistenz anschauen. Doch, komm. Ich habe nämlich so ein kleines Pöttchen von The Body Shop da stehen. Und das ist ruckzuck leer, ne? Oh, riecht das gut. Oh, riecht das gut. Oh, das sieht so ein bisschen modderig aus, um ehrlich zu sein. In der Kamera sieht es deutlich heller aus. Und jetzt so in der Realität sieht es so leicht gräulich, graustichig aus. Aber riecht so gut. Boah, riecht das gut. Sehr, sehr blumig. Oh, jetzt habe ich ein bisschen viel genommen. Sehr flüssige Konsistenz fast schon, würde ich fast sagen. Ne? Und jetzt mache ich mir das mal hier auf dem Arm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Boah, das riecht aber angenehm. Das ist, ich weiß nicht, ob das generell, ne, dass die M.Asam-Produkte oder die Body-Produkte von denen so stark parfümiert sind, aber schlimm finde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn es ein Duft ist, den ich halt mag, ne? Ausgesetzt natürlich. Und ja, lässt sich schön verteilen. Das ist nicht weißelnd oder so. Das sieht man jetzt ja auch. Sehr weich. Sehr gepflegt. Und so mag ich das halt auch genau nach dem Duschen. Ne? Wenn ich dann da einfach mir was drauf mache, mir das einmassiere. Das war meine Hand, die geknackt hat. Ich bin immer noch ein Steiftier, Leute. Und das einfach so gepflegt hinterlässt das Haut. Ja. Das mag ich. Das riecht auch richtig schön nach Frühling. Tolle Geschichte. 500 Milliliter, wie gesagt, ist ein Bottich-Oschi, aber den kriege ich wohl leer. Da sehe ich keine Probleme. Aber ja,
Hier steht auch irgendwie noch hinten was drauf. Die reichhaltige, intensiv pflegende Körpercreme mit kaltgepresstem Traubenkernöl, Vitamin E, Mandelöl, Kakao und Shea-Butter. Die sahnige Creme, ach guck mal, so kann man die Konsistenz auch beschreiben, das stimmt. Pflegt die Haut, hilft ihr Feuchtigkeit zu speichern und hinterlässt ein samtig weiches Hautgefühl. Der Duft der blühenden Tuberrose, ja, Rose und ich, wir sind so, vereint sich mit der sanften Süße der Ylang Ylang und umgibt seine Trägerin mit einem Hauch von Eleganz. Safe. Kann ich unterschreiben, es ist schon eine nice Kiste, ne? Ja, also definitiv ist jetzt auch wirklich schon recht schön eingezogen. Das heißt, hier ist ein Haar von Sammy. Das ist jetzt schon so eingezogen, dass ich mir theoretisch, wenn ich das nach dem Duschen drauf machen würde, schon Klamotten anziehen könnte. Easy peasy Sonnenschein, ne? Wirklich klasse. Die Tüte hat sich gelohnt mal wieder. Also richtig geil, kann ich nur empfehlen. Meldet euch beim Newsletter an, da bekommt man dann so eine Erinnerung, weil ich glaube nicht, dass die so einen regelmäßigen Rhythmus dafür haben. Ne, da muss man einfach schnell sein oder auf Instagram denen folgen, dass man da einfach das in deren Story sieht oder in dem Post oder so. Oder falls jemand das gerepostet hat. Ich hatte das auch gerepostet in meiner Story. Ne? Genau. Ihr Lieben, das war die Wundertüte. Fand ich klasse. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Jo. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!